Rhythmus ist sehr wichtig in der Musik. Einer der zwei wichtigsten Elemente, also Rhythmus und Melodie. Es ist total verschieden, Rhythmus und Takt. Rhythmus hat mit Fließen, mit Leben zu tun. Takt ist Starrheit, ist eckig, ist Intellekt. Rhythmus finden wir bei der Natur immer. Takt häufig in unserer Zivilisation. Es ist daher sehr wichtig, dass wir wieder Kontakt zur Natur haben, um zu versuchen, diese Musik in eine lebendige Art vom Rhythmus, vom Atmen zu vermitteln. Also alles, was wir sehen, sei es Wasser, sei es Berge, sei es Wind, alles sind Wellen, alles ist Rhythmus. Also ähnlich, aber nie gleich. Und das ist auch in der Musik so wichtig. Sicherlich hat das viel mit meiner Kindheit zu tun gehabt. Ich bin in Südamerika geboren und da hat man immer noch viel mehr Platz. Ich bin am Meer geboren, also ich hatte immer also diesen Wellen und Ebbe und Flut vor Augen. Ich bin viel auf dem Lande gewesen und es gibt natürlich eine starke Beziehung zur Natur, die man nicht so unbedingt haben kann, wenn man in einer Stadt geboren ist, wo man nur Häuser und Wagen und Krans und Maschinen gesehen hat. Das ist klar.